Wenn es die Zahl im Namen nicht so direkt bestätigen würde, dann wäre es schwer zu glauben. Aber tatsächlich, Samsungs Galaxy S-Serie wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Die Rivalen sind dabei so stark wie selten, heißen im Jahr 2019 aber nicht mehr etwa Motorola oder HTC, sondern kommen vorwiegend aus China. Und hier kommt unser erstes Hands-on zum Samsung Galaxy S10. Beim Design gibt es keine Überraschungen. Die Front besteht nahezu vollständig aus dem nun 6,1 Zoll großen Display. Allerdings ist das Smartphone selbst dabei nur unmerklich größer geworden. Samsung hat stattdessen die Rahmen rund um den WQHD-Bildschirm noch weiter geschrumpft. Wer es größer oder kleiner mag, nimmt das S10e mit 5,8 Zoll oder das S10 Plus mit 6,4 Zoll. Um Platz für die 10-Megapixel-Frontkamera zu schaffen, haben die Koreaner rechts oben ein Loch ins Display gestanzt. Ich persönlich finde die klassische Notch weniger störend, aber das ist wohl Geschmackssache. Ein Opfer hat das neue Loch-Display aber gefordert, der Iris-Scanner wurde gestrichen. Gesichtserkennung geht nur mit 2D. Das AMOLED-Panel selbst sieht übrigens mal wieder hervorragend aus. Eine weitere Besonderheit ist der unter dem Glas verbaute Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der beim ersten Ausprobieren erstaunlich zuverlässig und schnell arbeitet. Schnell, das dürfte auch Samsungs neuer Exynos 9820 sein, der neben 8 GB RAM nun auch eine NPU im Gepäck hat. Diese Neural Processing Unit unterstützt den Prozessor beispielsweise bei der Kamera. Hier hat Samsung eine neue Motiverkennung verbaut, die die Aufnahmeeinstellungen noch präziser an das Motiv anpassen soll. Interessant finde ich, dass Samsung komplett darauf verzichtet, mit dem Buzzword AI um sich zu werfen. Die KI-Hilfe von der Kamera kann mit einem Fingertipp übrigens an- und ausgeschaltet werden. Auf der Rückseite gibt es nun 3 Objektive von Super Weitwinkel bis Teleobjektiv von 123 über 77 bis 45 Grad Bildwinkel. Mir persönlich gefällt diese Dreierkombination richtig gut. Wer das S10e kauft, muss auf die Teleoptik verzichten. Softwareseitig gibt es noch ein paar neue Features, etwa den Super Nachtmodus fürs Stativ, den Super Video Stabilizer, 4K HDR Videoaufnahme, eine Kompositionshilfe und hier im Bild diverse Bokeh-Modi für die kreative Bildgestaltung. Der Akku des S10 fasst 3400 mAh und lässt sich über Fast Wireless Charging 2.0 betanken. Beim S10e sind es 3100, beim S10 Plus 4100 mAh. So wie wir es schon von Huawei kennen, gibt es außerdem Wireless PowerShare, mit dessen Hilfe sich kompatible Geräte drahtlos über das Galaxy S10 betanken lassen, beispielsweise die ebenfalls neu vorgestellten Galaxy Buds. Apropos Galaxy Buds, wer das Galaxy S10 vor dem Marktstart vorbestellt, erhält das kabellose Headset kostenlos dazu. Die kleine S10-Version mit 128 GB Speicher kostet 899 Euro und immerhin gibt es wieder einen MicroSD-Slot für bis zu 512 GB große Karten. Nicht nur mit dem S10 selbst, sondern auch mit dem S10e und dem S10 Plus hat Samsung also ordentlich vorgelegt. Und irgendwann im Sommer kommt da ja auch noch das S10 5G mit. Überraschung, 5G und insgesamt 6 Kameras, darunter auch eine mit dem für 2019 obligatorischen Time-of-Flight-Sensor für diverse 3D-Funktionen. Guckt bei androidpit.de vorbei für alle Details zu den Neuerungen.